Hallo, ich heiße Cornelia Kruse, bin 57 Jahre alt und wir sitzen gerade in der Marmara Obesity Klinik in Istanbul. Ich bin gestern operiert worden. Ich bekam ein Schlauchmagenband. Es hat alles wunderbar geklappt. Von der Entscheidung, das zu machen, bis jetzt zu der Operation habe ich mich entschlossen, nachdem ein Freund und seine drei Schwestern vor einem halben Jahr die gleiche Operation gemacht haben oder haben machen lassen. Er hat in den höchsten Tönen von der Klinik gesprochen und das hat mich dann überzeugt, das in Angriff zu nehmen. Es hat von Anfang an, also es ist alles so getaktet, es funktioniert alles. Beginnend von den Vorinformationen über die Abwicklung bis zur Abholung am Flughafen. Wir wurden mit einem Taxi abgeholt. Zuerst haben wir eine Nacht im Hotel verbracht und anschließend am nächsten Tag um 6 Uhr in die Klinik. An demselben Vormittag wurde ich untersucht und so gegen 9:30 Uhr dann operiert. Die Operation ist gestern gewesen. Ja, Sie sehen, also ich bin sehr angenehm überrascht, was das angeht. Ich bekomme noch Schmerzmittel und eine Infusion. Ich darf heute noch Wasser trinken zusätzlich. Es ist aber gut, wenn Sie jemanden dabei haben. Und meine Freundin Angela, die hat sich erklärt, mit mir mitzukommen. Ja, hallo, ich bin die Angela, eine gute Freundin von der Conny. Ganze Vorbereitung, den Flug, die Abholung vom Hotel hierhin am nächsten Tag, alles reibungslos. Ich als Begleitperson werde auch super versorgt. Cornelia ist gestern operiert worden und ist gestern Nachmittag schon mobilisiert worden. Heute haben wir auch schon den Weg nach unten. Wir wohnen hier in der zweiten Etage, nach unten gemacht, in die Cafeteria, haben frische Luft geschnappt. Es geht hier super gut. Klar, sie hat noch ein bisschen von der Luft, die im Bauch war, die ihr noch ein bisschen drückt, aber das ist eigentlich nebensächlich. Ihr geht so gut, dass ich glaube, also mich freut es als Freundin zu sehen, dass wir den richtigen Weg gegangen sind. Für mich das Wichtigste gewesen, Elife als Begleiterin. Klasse, sie ist jederzeit erreichbar. Und wir bedanken uns beim Dr. Hassan Aboglu,